Ja, moin Leute, Dr. Knall meldet sich zurück, trotz Corona-Krise. Noch bin ich nicht infiziert, aber das kann ja noch kommen. Wenn ich jetzt gleich das Haus verlasse, natürlich im Neopren, Taucher, super Schutzanzug, damit euch ja nichts passiert. Ja, aber ich denke mal, da auf dem Acker, da sind mehr gefährliche, multiresistente Bakterien anstatt Viren. Da bin ich schon relativ sicher. So, und mein eigentliches Anliegen kommt jetzt. Ich habe mal aus meiner Restekiste sechs verschiedene Sorten Pyrocracker rausgesucht. Da haben wir einmal hier ältere Corsair von Weco, schon mit Übergangslogo, kann man nicht sehen, aber sehr fein verarbeitet. Horsebrand Bauart mit Visco. Dann haben wir hier Bopip, Red Lantern, Pyrotechnik Hamburg, LKF. Ist alles hier 90er Jahre Ware. Die beliebten Rotring-Knaller, kann schon 80er sein. Also die sehen wirklich noch mehr als Sahne aus. Dann die Nachfolger. Nicht mehr ganz so schmackofatzig. Dann haben wir hier, ja, das ist entweder Kevins oder Bopip. Nico. Zugeleimt mit Flusen. Und dann haben wir hier noch Jeko. Yang Kyong. Ich glaube, da kommt der Virus auch her. Na, ist ja auch egal. Wir sehen uns gleich auf dem Acker. Bis So, und da sind wir denn. schon wieder auf dem allseits beliebten Acker angekommen. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, vertreiben wir die Viren und testen einfach mal bunt durch. Fangen wir mal mit dem Nico an. Erstmal schön in die Pfütze reingejaucht. So, was nehmen wir jetzt? Haben wir hier den Jeko aus Kuangjiang. Auch eine Enttäuschung. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Keller, graue Lunte. Der war gut. Der war gut. Dann Bopip, Red Lantern, Pyrotechnik Hamburg, LKF. Der war noch besser, aber spitzer vom Ton her. So, der Weko. Mit Abstand der Beste. Und dann den Rotring. Auch nicht schlecht. Also, naja, Kampf den Coronaviren. Bleibt zu Hause. Es sei denn, ihr geht so wie ich alleine auf den Acker. Böllert ein bisschen rum, vertreibt da bestimmt auch die Viecher. Bis denn!